Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Cold War Zombie Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf der Karte Verlassener wieder hinter dem Teleporter könnt. Und zwar braucht ihr hierfür als allererstes das Dr. Rutscher Perk mindestens auf Stufe 3. Danach kommt ihr zu dieser Location beim Teleporter. Ich zeige euch das jetzt in Zeitlupe, Leute. Ihr rennt, springt und slidet und kurz vor der Wand drückt ihr dann auf Pause. Dann macht ihr Pause weg und geht hier runter an die Treppe. So Leute, dann stellt euch hier vor die Treppe und jetzt müsst ihr auf Klettern drücken und ganz schnell danach Pause und Pause wegmachen. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann seid ihr hier hinter dem Teleporter. Und falls ihr das falsch gemacht habt, dann werdet ihr einfach nach unten teleportiert, Leute. Versucht am besten dorthin zu sliden, wo ich jetzt hinslide, und dann sollte es eigentlich nach ein paar Versuchen klappen. Also slidet, drückt Pause, macht Pause weg. Geht an Geländer und während ihr klettert, Leute, müsst ihr auf Pause drücken und danach Pause wegmachen. Und ihr seid hier hinter. Und hier werden sich jetzt die ganzen Zombies vor euch versammeln und ihr könnt easy auf Hirons gehen. Falls ihr euch fragt, wie ihr Munition bekommt, dann kauft euch einfach das Eselstritt-Perk, weil dann droppen die Zombies Munition und ihr könnt die Munition von hier aus aufheben. Oder ihr geht einfach mit der Wunderwaffe rein und könnt damit einfach easy auf Hirons gehen. Wenn ihr hier nun rausgehen wollt, dann gibt es zwei Wege dafür. Zum einen könnt ihr einfach den Ätherschleier benutzen oder der einfachere Weg ist, ihr lauft einfach hier runter, so wie ich, fallt hier runter und dann werdet ihr in die Map teleportiert. Aber Leute, vergesst nicht, nehmt euch schneller laufen dabei, weil sonst könnt ihr an Fallschaden sterben. Das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja und ihr mich supporten wollt, könnt ihr das gerne tun, indem ihr ein Like hinterlässt und fleißig in die Kommentare schreibt, um den Algorithmus ein bisschen zu pushen, damit mein Kanal auf YouTube nicht an Relevanz verliert. Und falls du in Zukunft nichts mehr verpassen willst, kannst du jetzt ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!